Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Party- und Bullshit-Box von Bato. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Party und Bullshit von Bato. Das Ganze erscheint morgen am Freitag, den 10. Mai. Ich habe das Glück, euch die Box heute schon vorstellen zu dürfen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Und uns dann im Detail ansehen. So, die Folie ist ab. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine hellgelbe Box, eine reguläre Klappbox. Hier oben lesen wir The Mighty König im Schatten Empire. Party und Bullshit. Das ist zwar hier auf Englisch geschrieben, aber es handelt sich natürlich um König im Schatten, das Label, und dort ist Bato unter Vertrag. Es ist sein zweites Soloalbum. Wir haben hier den Interpreten in einem sehr interessanten Artwork. Also wir haben hier Blumen, dann hier Getränke, sieht irgendwie so nach Whisky aus in so Partybechern, Explosionen, eine Friedenstaube, die hier fliegt. Hinten lesen wir NRW, dann haben wir noch einen schwarzen Bentley und dann hier wohl noch Gras. Also jede Menge und natürlich eine Frau. Also das sind so die Elemente, die scheinbar das Leben oder zumindest dieses Album bestimmen von Bato. Hier auf der Seite haben wir nochmal Interpret plus Albumtitel. Hier ebenso oben und unten jeweils gelb. Das Ganze geht hier auf der Seite auf. Und wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir das Album an sich, das ist dann wohl ein Kondom, dann die Bonus-EP, More Money, More Problems, dann haben wir die Instrumentals zum Album, ein Poster und diverse Sticker. Ah ja, und hier ist dann auch noch was zum Vorschein gekommen, was ich euch jetzt gar nicht gezeigt habe. Einmal das hier. Und jetzt merke ich gerade, ich bin vollkommen verwirrt, denn ich habe euch die Hinterseite noch gar nicht gezeigt. Also, was lesen wir hier? Album, Party und Bullshit, Instrumentals des Albums, MMPEP, also More Money, More Problems EP. Das T-Shirt dazu, Streichholz und Kondom, Poster 1 doppelseitig und Stickerset. Ja, sorry, das habe ich euch irgendwie unterschlagen. Und dann haben wir noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, dann starten wir mal wie immer mit dem Album an sich. Das Ganze ist noch in Folie eingeschweißt. So, also der Albumtitel Party und Bullshit, für die, die es nicht wissen, ist angelehnt an Biggie, also The Notorious B.I.G. Und es war die erste Single damals von Biggie, die diesen Titel hier getragen hat. Wir haben hier ein reguläres Jewelcase, das Cover ident wie auch schon von der Box. Auf der Seite haben wir hier die Fortführung des Artworks, aber nichts zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 18 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Manuelsen, Asimemo, Summer Jam, Play 69, Michael O, Sef, Karbal, Yassasin und Seko. Dann haben wir unten wieder die Credits und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes wie immer das Booklet. Also, alles in diesem knalligen Gelb. Hier haben wir dann die Infos zu den einzelnen Tracks. Also, wer hat produziert, wer wurde gefeatured, Mastering, Mixing. Und dann haben wir hier noch weitere Aufnahmen von Bato, der uns hier seinen Schmuck in diversen Posen präsentiert. Sieht auch ein bisschen so aus wie so ein Comic, so ein altes Comic-Heft hier, als wären das irgendwie so Sprechblasen oder so. Weitere Aufnahmen von Bato, weitere Tracks. So sieht das aus.
Jawohl. Dann haben wir die CD. Die ist in Schwarz und Gelb gehalten. Also rein vom Artwork her werden die Dortmund-Fans auf jeden Fall eine Freude haben mit dieser Box und mit diesem Album. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Die sehen so aus, Cover ident, nur eben der Zusatz Instrumentals hier zu lesen. Und wir haben auch hier wieder 18 Tracks. Also 18 Tracks ergeben 18 Instrumentals. Sehr schön. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve und sieht so aus. Also klassisch in Schwarz-Gelb. Und damit nicht genug. Wir haben noch eine Bonus-EP, die More Money, More Problems EP. Ja, auch der Titel dieser EP wurde von Biggie übernommen. Es war auch wieder eine Single damals von The Notorious B.I.G., die hieß More Money, More Problems. Dann haben wir hier oben wieder The Mighty König im Schatten, Empire. Und dann hier 500-Euro-Scheine und Messer. Und hier kann man auch sagen, die beiden O's hier von Money und Problems wurden durch Emojis ersetzt. Hier haben wir insgesamt 5 Tracks und wir haben hier Features von Remo und Kes. Also 2 Features auf 5 Tracks verteilt. So sieht das aus. Digisleeve Papphülle. Dann haben wir diese hier auf Strom, dieses kleine Päckchen. Wir haben hier lauter Blitz-Emojis. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum so eine kleine Kondomverpackung so dick ist und es war eben dann auch auf der Box beschrieben. Und zwar ist das hier 2 bzw. 3 in einem. Und zwar haben wir hier einmal eine Reibfläche für Streichhölzer. Dann passend zum Album-Artwork schwarz-gelbe Streichhölzer. Und zwar hier 2 Reihen sogar. Urban GmbH hat das hergestellt. Und dann haben wir hier noch ein Kondom in dieser weißen Falttasche drinnen. So sieht das aus. Das Ganze ist, wo haben wir es hier? Gültig oder haltbar bis August 2022. Jawohl, dann machen wir das Ganze mal wieder zu. So, beziehungsweise andersrum. So. Dann haben wir Sticker mit dabei. Das sind echt einige. Und zwar haben wir hier zweimal diesen Sticker. Ihr Pfirsich ist Beyoncé, beziehungsweise ihr Hintern ist Beyoncé. Hier überall dieses Pfirsich-Emoji komplett über die gesamte Fläche. Die beiden Sticker sind so im Hochglanz und Hochformat. Dann haben wir 2 Sticker. Wer hätte das gedacht? Natürlich König im Schatten Records. Und dann hier noch so dunkelgraue Kronen. Etwas schwer zu sehen, aber hier der Hintergrund komplett in diesen Kronen. Auch wieder bei dem Hochformat. Und dann haben wir noch 2 weitere Sticker. Also insgesamt 6 Stück dann an der Zahl auf Strom mit diesem Blitz-Emoji. Also 6 Sticker gibt es hier. 6 davon im Hochformat und eine ganz gute Größe. Und als weiteren Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Und ich befürchte, beziehungsweise, was heißt ich befürchte, ich nehme mal an, nachdem es sich um ein König im Schatten Release handelt, wird das Poster doch eher groß sein. Manuelsen ist ja unser Mr. A0 Poster. Allerdings hat man es hier dann doch geschafft. Man hat hier ein A1-Poster gewählt. Das ist mir, um ehrlich zu sein, deutlich lieber. Hier unten gibt es einmal die Credits. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Motiv. Und zwar haben wir hier diese dunkle Katze mit dieser Zigarre im Maul und den grünen Augen. Darüber lesen wir wieder The Mighty König im Schatten Empire. Und es ist das Cover des Tracks Pussycheck. Also da gab es ja schon eine Auskopplung und das Cover-Artwork war eben genau dieses hier, diese Katze mit Zigarre im Maul. Gefällt mir so vom Motiv her richtig gut. Also ist seit langer Zeit mal wieder ein Poster, das man sich meiner Meinung nach aufhängen kann. Ist mal etwas Außergewöhnliches, Besonderes.
Und auf der Rückseite haben wir, wie zu erwarten, das Cover des Albums. Also Party und Bullshit hier, das Cover im Hochformat. Wir haben es heute schon mehrfach gesehen. Also beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat und das Poster kommt im Format A1. Ich muss ehrlich sagen, ich bevorzuge diese Seite. Also die Katze, die gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch als letzten Boxinhalt ein Shirt mit dabei. In dieser kleinen Plastikverpackung. Und zwar haben wir hier überraschenderweise kein hellgelbes, nein, ein schwarzes Shirt. So sieht das aus. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. More money, more problems. Genau wie, wo haben wir sie? Genau wie hier auf der EP. Nur eben der Schriftzug hier nicht violett-weiß, sondern nur weiß. Aber die Emojis, also vom Design her gleich. Dann schauen wir noch auf die Rückseite. Hier haben wir dann einen Neckprint. Hier lesen wir Bato. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Wir haben es zu tun mit einem Shirt in der Größe. Also auch wieder spannend. Also in der EU ist das L, in den USA ist das M. Ja, die Leute dort sind etwas beleibter und haben etwas mehr auf den Knochen. Deswegen gilt das dort maximal als M. Wir haben es hier zu tun mit einem Man-Shirt. Das ist, glaube ich, auch die einzige Variante. Es gab, glaube ich, keine Frauenversion dieses Albums, dieser Box. Und jetzt schauen wir noch, ob wir, jawohl, hier auf der rechten Seite haben wir es, einen Zettel vorfinden. Was lesen wir hier? Organic Cotton, das ist sehr schön. Stanley Stella Fair Wear. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Hier lesen wir es. Proudly made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. More money, more problems. In der Größe L. Dann dieses Paket, dieses kleine Päckchen hier mit Kondom, Streichhölzern und Reibfläche. Das Poster im Format A1 beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Dann haben wir 6 Sticker, allesamt im Hochformat und in Hochglanzoptik. 3 Motive, je 2-mal dabei. Die Instrumentals zum Album im Digisleeve in der Papphülle, ebenso wie die Bonus-EP mit 5 Tracks. Und natürlich das Album an sich mit 18 Tracks im Standard-Schulcase. Damit kommen wir auf insgesamt 23 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Party und Bullshit von Bato. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bato unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.